Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Prepper-Ausgabe. Heute geht's etwas um Sicherheit. Sicherheit in Wohnungen und Häusern. Ein meiner Meinung nach ganz wichtiges Thema. Aber Sicherheit und Komfort, das ist nun mal wie eine Waage, ne? Je mehr Sicherheit ich will, desto weniger Komfort habe ich. Und je mehr Komfort ich will, desto weniger Sicherheit habe ich, ne? Sicherheit ist unbequem und kostet meistens etwas Geld, aber es ist nun mal ein nicht zu unterschätzendes Thema, worum man sich Gedanken machen sollte. Denn wenn man heute die Nachrichten liest, die Statistiken, die Einbruchszahlen explodieren regelrecht, die Aufklärungsquote wird immer lausiger. Gerade in Baden-Württemberg 30% gestiegen. Ich kann mal schauen, ob ich noch ein paar Links der letzten Berichte finde, hänge ich drunter. Ja, die eigene Wohnung, das eigene Haus, möglichst mit wenig Aufwand und geringem Budget kann man schon gewisse Sicherheit sich erkaufen und selbst sogar auch einbauen, ohne dass man auf Spezialisten zurückgreifen muss. Das ist wie in der Computersicherheit. Die ersten 50% Sicherheit kann ich mir für recht wenig Geld einkaufen. Die nächsten 40% Sicherheit, da geht es dann schon ins Geld. Und die letzten 9% Sicherheit, die werden schier unbezahlbar. Und das letzte Prozent Sicherheit bekommt man nie. Weder in der Computersicherheit noch in der Gebäudesicherheit. Aber man kann am Anfang schon mal mit recht wenig finanziellem und mechanisch-technischem Aufwand doch das ein oder andere Vorkehrung treffen, um sich besser zu schützen. Fängt schon mal vorne an der Wohnungstür oder Haustür, je nachdem, ob ihr in einem eigenen Haus wohnt oder in einer Wohnung. Das Türschloss ist in den meisten Häusern immer die Sicherheitslücke Nummer 1. Wenn euer Tür- oder Wohnungsschloss einen Bartschlüssel hat, also das sind diese normalen Schlüssel, die unten Zacken habt, dann ist das schon mal ein großes Problem, nämlich das ist eine absolute Schwachstelle, denn diese Bartschlüssel-Schlösser lassen sich mit einem Schlagschlüssel, auch bekannt als Polenschlüssel, ihr könnt mal danach googeln, innerhalb 4 bis 6 Sekunden überwinden, ohne das Schloss zu zerstören oder Spuren zu hinterlassen. Das heißt, wenn die Jungs, die müssen nicht mal gut sein, da reicht auch ein Ungeübter, nach 5 Minuten Training mit einem Schlagschlüssel macht man jedes Bartschlüsselschloss ruckzuck auf. Und hinterlässt nicht einmal Spuren, sodass ihr nachher nicht einmal auf Anhieb bemerkt, dass da vielleicht ein Einbruch stattgefunden hat. Weiter geht es natürlich mit bei Erdgeschosswohnungen oder wenn ihr ein Haus habt, ne, da habt ihr immer ein Erdgeschoss. Balkontüren, Fenster, Terrassentüren, Kellertüren, die vielleicht irgendwo noch ein Stockwerk tiefer runterführen, die super schön sichtgeschützt sind. Das sind natürlich alles Stellen, die ihr als allererstes mal beackern müsst und dort eben Schlösser tauschen gegen Sicherheitsschlösser mit Sicherheitsschlüsseln und beim Hersteller registrierten Schlüsselkarten, sodass da nicht innerhalb Sekunden mit Schlagschlüssel jedes Schloss geöffnet werden kann. Man sollte dann auch gerade im Erdgeschoss über Zusatzsicherungen an den Fenstern nachdenken. Kann ich auch mal noch ein Video drunter verlinken, habe ich letztens gesehen, war im Fernsehen, aber mal schauen, ob ich es irgendwo bei YouTube finde, wie schnell und einfach stinknormale Kunststofffenster zu öffnen sind. Ersetzt die Fenstergriffe durch Fenstergriffe mit kleinen Schlössern drin zum Abschließen, die man im gekippten wie im geschlossenen Zustand verriegeln kann. Es gibt zum einfach selber nachrüsten Zusatzschlösser für Balkontüren und für Fenster. Auch kann man bei Wohnungstüren über Zusatzschlösser nachdenken. Ich sag mal in stark gefährdeten Risikogebieten. Mal gucken, ob ich da die Spiegelstatistik noch finde, wo sie die Städte auflisten. Ist vielleicht auch das nachträgliche Einbauen eines Panzerriegels in eine Wohnungstür angebracht. Fenster und Türen zusätzlich mit abschließbaren Fenstergriffen und Fenstersicherungen und Balkonen. Auch nochmal zusätzlich mit abschließbaren Balkontürgriffen und zusätzliche Sicherungen. Das sind alles, sage ich mal, mechanische
einfache Arbeiten, jetzt abgesehen vom Panzerriegel, das ist ein bisschen aufwendiger an der Wohnungstür, aber diese ganzen zusätzlichen Schlösser anzubringen oder die verriegelten Fenster und Türgriffe, das kann man alles selber binnen Minuten wechseln und einbauen und die kosten auch nicht so viel und man hat auch damit ganz wenig Aufwand und ganz wenig Budget wieder ein Stückchen mehr Sicherheit in die eigenen vier Wände gebracht. Das nächste sind zum Beispiel Außenbeleuchtungen, die auf mit Bewegungsmelder reagieren, ne? Wenn man rundherum irgendwo ein eigenes Gartengrundstück hat, schwere Außenbeleuchtung anbringen, die auf Bewegungsmelder reagiert, zack, und wenn sich da nachts jemand oder irgendwas nähert, wird hier erstmal der Garten ausgeleuchtet. Weiter, wenn man zum Beispiel eine große Gartenanlage drumherum besitzt, ist zwar schön, wenn man große Büsche und Bewuchs hat, ne, sag ich mal, Sichtschutz bei den Nachbarn, dass wenn du da im Garten liegst und Party machst, ist es nicht schlecht, aber ist natürlich auch prima für potenzielle Einbrecher, ne? Also haltet den Bewuchs eher kurz, schneidet die Büsche und Bäume zurück, dass er eingesehen werden kann. Denn Einbrecher haben so eine 3-30er-Regel an Türen oder Fenster, die sehr gut eingesehen werden, versuchen sich Einbrecher maximal 30 Sekunden das Hindernis zu überwinden. An etwas sichtgeschützteren Eingängen bis zu 3 Minuten und an total sichtgeschützten Eingängen und Fenster bis zu 30 Minuten. Also zum Beispiel eine Kellertür, die im Garten erst noch eine Treppe runterführt und einen Stock tiefer in den Keller führt, ist natürlich super sichtgeschützt und da lassen sich Einbrecher bis zu 30 Minuten Zeit, dieses Hindernis zu überwinden. Und da kann man eigentlich nur mit Stahl arbeiten, um so eine Tür anschließend von innen mechanisch einbruchsicher zu machen. Die kriegt ihr dann von außen aber auch nicht mehr auf. Also nichts mehr mit außen abschließen, sondern mit schweren Eisenriegel von innen. Aber dann hat nur so eine Tür für euch auch nicht mehr viel Verwendung. Wenn er erst ins Haus rein muss, damit er zur Kellertür wieder rauskommt, dann könnt ihr das Ding gleich zumauern. Ne? Dann, was auch wichtig ist, unterhaltet euch mit euren Nachbarn. So nach dem Motto, du pass auf, wir sind die Woche weg. Guck mal, werf mal einen Blick auf unser Grundstück und Garten und so weiter. Gegenseitige nachbarschaftliche Unterstützung und Hilfe. Kommunikation mit den Nachbarn. Das ist auch schon mal, wenn sich alle in der Nachbarschaft kennen und wissen, wer da Freunde und Besuch ist und sowas, dann fällt da, sag ich mal, ein fremdes Auto oder fremde Person mal ganz schneller auf, wie jetzt, wenn das jedem egal ist, was da beim Nachbarn im Garten passiert. Ne? Wenn da plötzlich ein paar Strolche rumlatschen, weiß nicht, ist das Besuch, gehört das zu denen, wie auch immer, na, lass ich mal. Ne? Bekannte waren im Urlaub, hatten ein Fenster gekippt, das ist dann durch den Wind noch weiter aufgegangen, haben die Nachbarn sofort reagiert und haben die Polizei gerufen. War auch richtig so. Okay, war ein Fehlalarm in dem Fall, aber hätte auch anders sein können. Nachbarschaftliche Hilfe und Unterstützung. Wenn ihr zum Beispiel im Urlaub seid, regelt das mit der Post, dass der Briefkasten nicht vorläuft, dass jeder, der vorbeifährt, vorbeiläuft, sieht, oh, wunderbar, August, Briefkasten voll, die Leute sind im Urlaub, komme ich heute Nacht mal mit dem Brecheisen vorbei, ne? Oder lasst es im Postamt lagern. Oder heuert jemand an, der euren Postkasten leert, ne? Gebt ihr den Briefkastenschlüssel, sagt du pass auf, jeden zweiten Tag latsch mal vorbei, ich mach mal meinen Briefkasten leer. Und natürlich ganz wichtig, was ich jetzt sage, auch immer wieder sehe und absolut überhaupt nicht verstehe, die öffentliche Ankündigung in sozialen Netzwerke. Also Jungs, ich bin da mal für eine Woche weg, ne? Na prima, schreib's doch gleich an die Tür, hier bitte einbrechen, ich bin eine Woche im Urlaub. Keine Ankündigungen in öffentlichen Netzwerken, die für jeden einsehbar sind. Auch keine Urlaubsfotos posten, wenn ihr noch im Urlaub seid. Das könnt ihr danach machen. Ne? Ich meine, das ist immer toll. Da gehst du einmal durch Facebook durch, dann hast du 20 Häuser, die du einbrechen kannst, weil du weißt, die Leute sind gerade auf Malle. Ne? Also, nach dem Urlaub könnt ihr Urlaubsfotos präsentieren, aber nicht währenddessen und schon gar nicht davor ankündigen, wann genau ihr in Urlaub fahrt. Ne? Ich meine, in Großstädten und Risikogebieten, ne, die Leute warten ja nur drauf und die Einbrecher sind auch nicht mehr blöd, die sind heutzutage auch bei Facebook. Ne? Also, Türen und Fenster sichern, Beleuchtungen, Garten kurz halten, Nachbarschaft, das sind alles so Sachen, die man selber schnell und einfach machen kann und die auch nicht so sonderlich teuer sind und doch eben ein gewisses, sagen wir so, die Wohnung des Hauses auf das nächste Sicherheitslevel hieven, wo es wenigstens dem Amateur- und Gelegenheitseinbrecher und Dieb schon mal das Leben schwer macht. Wenn der sieht, scheiße, da ist eine einbruchshemmende Tür und ein Sicherheitsschloss und beim Nachbar ist eine Presspapptür mit einem Bartschlüsselschloss, ja, wo geht der wohl rein, ne? Ihr müsst nicht die sicherste Hütte haben, ihr müsst nur die sicherste in der Straße sein. Das nächste ist dann natürlich noch eine Sicherung in der Wohnung.
Nehmen wir an, ihr habt Wertsachen im Haus. Oder ihr sammelt was Wertvolles. Jetzt nicht so gerade wie meine Orientuhr für 100 Euro. Ne? Es gibt ja Leute, die sammeln wertvolle mechanische Automatikuhren aus deutscher und Schweizer Produktion. Ne? Da geht es gleich mal richtig ums Geld. Ne? Für solche Leute, die solche Wertsachen zu Hause besitzen, da führt kein Weg an einem professionellen Safe vorbei. Die Dinger gibt es ab 1.000 Euro aufwärts. Aber was sind schon 1.000 Euro im Vergleich zu was solche Uhren kosten? Ne? Ich glaube, für 1.000 Euro kriegst du, glaube ich, keine deutsche oder Schweizer Automatik. Ne? Das wird wahrscheinlich erst drüber losgehen. Ein Tresor. Professionellen Tresor im Keller, in den Stahlbeton-Kellerboden spaxen lassen von einer Profifirma. Und da gehören dann die Wertsachen rein, wenn ihr im Urlaub seid oder abwesend oder wie auch immer. Oder wieder bei dem Thema Katastrophe, ihr müsst das Gebäude verlassen. Wenn die Feuerwehr kommt und euch abholt, da könnt ihr nicht euren ganzen Hausstand mitnehmen, also müsst ihr irgendwas auch zu Hause zurücklassen. Da ist natürlich ein professioneller Safe im Haus wertvoll, da könnt ihr eure Papiere, eure Dokumente, die Wertsachen, was weiß ich, eure Schweizer Uhrensammlung unterbringen, wie auch immer. Das ist natürlich auch wieder ein Stück, was heißt ein Stück, das ist eine große Sicherheit. Man sieht es bei den meisten Einbrüchen, wird in den allerwenigsten Fällen werden die Safes überwunden. Das ist einfach, das dauert zu lange, das ist zu laut und Amateure und selbst Profis beißen sich an Panzerschränken die Zähne aus. Und es geht ja nicht darum, hier eine Bankkonkurrenz zu machen, was die Sicherheit angeht, aber selbst einfachste Safes halten da schon vielen Aufbruchsversuchen stand. Gerade letztens wurde so ein lustiges Video gesehen, wo angebliche Tresorverkäufer versuchen, so ein Konkurrenzprodukt aufzumachen und sich die Zähne auszubeißen und den ganzen Tag lang an diesem Teil dran rum sägen und hämmern und selbst da das Teil nicht aufkriegen. Ne? Also wer wirkliche Wertsachen zu Hause besitzt, der sollte auf jeden Fall in einen Tresor investieren. Im Vergleich zu den Wertsachen ist dann die Anschaffung von so einem Safe wahrscheinlich ein Bruchteil der Schweizer Uhrensammlung. Ja, ich werde schauen, dass ich da noch ein paar Links dazu auftreiben kann. Ich habe viel dazu gelesen, habe damals leider die Links nicht alle gespeichert, aber das ist ein Thema, das sehr wichtig geworden ist. Vor allem denken da viele Leute, ja und wenn schon, wenn bei mir einer einbricht, da ist doch nichts viel zu holen, dann klauen sie halt den Fernseher. Da seid ihr ein bisschen schief gewickelt. Das geht gar nicht um euren materiellen Schaden, der da entsteht. Ich habe eine Statistik vom BKA gelesen über Betroffene eines Einbruchs. Und das ganz große Problem sind da die Frauen, dass eben 3 von 4 Frauen, also 75% der Frauen, die Einbruchsopfer geworden sind in ihre eigenen 4 Wände, in ihrem eigenen Haus, in ihrer eigenen Wohnung, in ihr Schlafzimmer, anschließend nicht mehr in dieser Wohnung leben möchten, und früher oder später ausziehen werden, mit euch oder ohne euch. Das geht so weit, dass die Frauen sagen, ich ziehe jetzt hier aus, entweder du kommst mit oder du bleibst hier, aber ich ziehe aus. Jahrelange psychologische Behandlungen werden diesem Problem nicht Herr. Einbruch in die Privatsphäre, in das Schlafzimmer, in das Kinderzimmer, das macht viele Frauen so fertig, dass sie anschließend in diesem Gebäude nicht mehr wohnen wollen. Und wenn jemand in Miete wohnt, das geht ja noch, dann kann man sagen, okay, gut, wir ziehen in einen anderen Stadtteil, wir nehmen uns eine andere Wohnung, jetzt habt ihr aber gerade frisch gebaut, frisch gekauft. Wir hatten hier auch Fälle. Neubaugebiet. Der Bau war noch nicht mal fertig abgeschlossen, fanden da schon 2 Einbrüche statt. Na dann viel Spaß. Ich glaube nicht, dass da die Frau lange drin wohnen wird. 75% der Frauen, die Einbruchsopfer geworden sind, haben jahrelang, wenn nicht gar ihr Leben lang, traumatische Probleme mit dieser Situation klarzukommen und werden in den meisten Fällen diese Wohnung verlassen. Also denkt da auch darüber nach, schon im Vorfeld einen Einbruch zu verhindern, indem man einfach aufrüstet, ne? Mit Sicherheitsschlössern, mit Zusatzschlössern. Einfach das Haus schon unattraktiv machen für den Einbruch. Ne? Wenn ich natürlich 3 Meter große Hecken im Garten habe, ist das natürlich ein toller Sichtschutz für den Einbrecher. Weg mit. Beleuchtungen, Bewegungsmelder. Das kostet alles nicht richtig viel Geld. Und wenn es wirklich um ein schützenswerte Objekte geht, ne, dann schaltet eine Firma ein,
die sich mit Gebäudesicherung auskennt, die Alarmanlagen installieren. Das kostet dann natürlich ein bisschen mehr, aber ist nochmal zusätzliche weitere Sicherung. Also da gibt es viele Möglichkeiten, Gebäude sicherer zu machen. Auch die Kriminalpolizei unterstützt und berät. Es gibt dazu auch interessante Flyer und Informationen und immer wieder Informationsveranstaltungen der Polizei, wo man hin kann, wo eben neue Techniken und Mechaniken vorgestellt werden, um die Gebäude- und Objektsicherheit zu erhöhen. Und das ist ein Thema, das sollte man auf keinen Fall außer Acht lassen. Vor allem auch in so einem Zuge wie im letztjähriges Hochwasser. Zehntausende von Menschen wurden evakuiert aus ganzen Straßen, aus ganzen Vierteln, aus ganzen Stadtteilen, die da leer standen. Natürlich patrouilliert da nachts die Polizei auf dem Schlauchboot, aber wirklich optimal diese evakuierten Gebäude vor Plünderer zu schützen, ich weiß nicht, wenn sich die Zeiten noch weiterhin so verschlechtern mit Krisen und Kriegen und Armutsflüchtlingen, könnt ihr damit sicher sein, dass bei weiteren, sage ich mal, bei Katastrophen, wo Evakuierungen stattfinden, mit Sicherheit anschließend Leute in geplünderte Wohnungen zurückkommen werden. Und um das zu vermeiden, muss man natürlich im Vorfeld Türen und Fenster so gut sichern, wie es geht. Und natürlich, wenn man Wertsachen in Gebäuden zurücklassen muss, über einen Safe nachdenkt. Wenn ihr frisch baut, lasst euch sowas gleich mit ins Mauerwerk. Ne? Da gibt es schon extra Tresore, die kann man gleich beim Bau mit einbauen lassen. Oder sonst, wenn ihr irgendwo im Keller Stahlbetonboden habt oder sonst irgendwo massive Böden, lasst euch von einer Firma einen professionellen Safe irgendwo hinspaxen für eure Wertsachen. Ja, Leute, Thema Sicherheit. Gebäude, Wohnung, ganz wichtig, auch zum Schutz für die Familie, für die Psychologie, dass ihr da besser schlafen könnt. Okay, Leute, danke fürs Reinzappen, bewerten, kommentieren. Wir werden sicher weitermachen. Im nächsten Thema habe ich schon mal ein bisschen was Kleinigkeit vorbereitet zum Thema Feuer. Ebenfalls eine Sicherheit, die man vorher treffen muss, bevor es zu spät ist. Okay, Leute, wir sehen uns hier bald wieder beim Hillbilly auf dem Kanal, wenn es was Neues gibt zum Thema Vorsorge. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen und sicheren Tag. Wir sehen uns hier bald wieder bei YouTube. Ciao, euer Hillbilly.